Ich bin Hugo Leuthen und diese Dokumentarfilmserie ist ein Reisebericht von den letzten 7 Wochen aus dem Leben von Heinrich Ohlenforst. Er war ein Großneffe meines Urgroßvaters und er fiel als deutscher Soldat am 26. September 1914. 100 Jahre später machte ich am selben Moment genau dieselbe Reise. In dem Buch von dem Regiment von Lützow steht, dass die Männer sich hier an dieser Stelle ungefähr fertig machen müssen für ihr erstes Gefecht in der Nacht vom 5. auf 6. August 1914. Sie sollten hier ihre Tornister ablegen und nur mit Sturmgepäck weitergehen. Ich kann das nicht machen, weil wenn ich meinen Tornister ablege, dann soll ich zurückkommen, um den zu holen. Also ich muss mit 30 Kilo den Berg hinauf. Die Feste Lüttich bestand aus 12 Forts. Den Raum zwischen die Forts wurde ab dem 2. August, als die Besatzung Luxemburg stattfand, schnell in Verteidigung gebracht mit Gräben und Versperrungen. Das Regiment von Lützow musste die belgische Stellung zwischen das Fort von Barchamps und die Maas beseitigen und in Lüttich eindringen. Wir sind hier auf das Kreuzpunkt Quatre Bras, dort liegt das Dorf Rabossé und hier fand am 5. auf 6. August nachts die Schlacht bei Rabossé statt. Die Belgier haben sich hier eingegraben und mit 300 Mann verteidigten sie die Straße hier. Die Deutschen waren mit 6000 Mann, worunter das Regiment von Ohlenforst, und es gelang ihnen nicht, um die belgische Stellungen zu erobern. Sie haben noch versucht, dort mit einem Maschinengewehr in das Haus, das schon in Brand stand, die Belgier zu beschießen, aber sie sah das nicht gelungen und sie mussten sich zurückziehen. Natürlich, sie wurden auch beschossen von Fort Barchamps, das hier nicht weit entfernt ist. Am nächsten Tag kamen sie zurück und die belgische Stellungen waren verlassen. Die Deutschen fanden nur 80 Leichen von belgischen Soldaten und darunter 12 Hunde, die unschuldigen Opfer des Krieges. Wir stehen hier vor Fort Barchamps, einer der 12 Forts der Festung Lüttich. Die Festung Lüttich soll erst erobert werden, bevor die deutsche Hauptmacht entlang gehen konnte. Dazu hat sie eine Maasarmee eingerichtet, 25.000 Mann Elitetruppen. Und auch das Regiment von Lützow, wo Ohlenforst diente, gehörte dazu. Sie sollten kämpfen gegen 6.000 kaum bewaffnete, kaum trainierte belgische Soldaten. Die deutschen Krieger erwarten keinen Gegenstand. Und wie früher erstürmten sie das Fort mit der Infanterie. Darüber schreibt ein belgischer Überlebender nachher: Man brauchte nicht zu zielen. Schießen war einfach genügend. Man sagt, dass die Leichen 4 bis 5 hoch aufgetürmt lagen und dass die Angreifer sich verschollen hinter ihren gefallenen Kameraden. Die Artillerie des Fort Barchamps verhinderte, dass das Regiment von Lützow ihr erstes Gefecht bei Rabossé hier im Tal hinter mir gewinnen konnte. Trotz die deutsche Übermacht von 6000 Soldaten gegen kaum 300 Belgier. Die deutsche Artillerie war viel schwerer, dann wo das Fort auch berechnet war. Trotz dessen gelang es ihnen nicht, das Fort zu erschießen. Zur Erstaunung der Belgier selber. Die Umstände innerhalb des Forts waren schrecklich. Es gab keine Entlüftung, der den Rauch wegziehen konnte. Und WCs gab es nur auf dem Innenhof. Aber der war während der Beschießungen unerreichbar.
In der Regimentsgeschichte von Lützow steht, dass am 8. August das Regiment einzog mit klingendem Spiel, also mit Musik. Aber klingendem Spiel oder nicht? Hier bei Rabossé und Barchamps verlor das Regiment fast 400 Mann, ein Drittel vom Total. Wahrscheinlich nicht gesehen, sondern schon gehört haben muss.